Was wäre, wenn Deutschland den Zweiten Weltkrieg tatsächlich gewonnen hätte? In dem Politthriller Jinro bildet genau diese Frage die Grundlage der Story. Willkommen in der Kerberos-Saga. Wir schreiben eine alternative Zeitrechnung. Japan ist in den 50er Jahren ein aufstrebendes Land. 10 Jahre nachdem Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat und es auch beherrscht. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das Volk wird unterjocht. Gewalt und blutige Auseinandersetzungen mit der Polizei sind an der Tagesordnung. Aus diesem Chaos erhebt sich eine Terrorgruppe, die Sekte. Um mit groß angelegten Terroranschlägen die scheinbar öffentliche Ordnung komplett zu zerschlagen. Lösen Sie die Demonstration auf und verlassen Sie sofort das Gelände! Um dieser völlig neuen Bedrohung entgegenzuwirken, gründet die Regierung die Hauptstadtpolizei. Kern dieser neuen Truppe ist die Spezialeinheit Kerberos. Ausgestattet mit technisch hochentwickelten Waffen und Ausrüstung tritt man den Rebellen gegenüber, in der Hoffnung, die Aufstände im Keim ersticken zu können. Doch unbemerkt von der Regierung formiert sich innerhalb dieser Einheit eine geheime Spionageabteilung, welche sich Jinro oder auch die Wolfsbrigade nennt. Einer der Mitglieder ist Kazuki Fuse. Er ist sogar einer der Besten in dieser Abteilung und stellt auch die Motive seiner Arbeit nicht in Frage. Bis eines Tages bei einer Straßenschlacht etwas passiert. Ein Erlebnis, das er nicht so schnell vergessen soll. Die Spezialeinheit jagt eine Gruppe von vermeintlichen Terroristen durch die städtische Kanalisation, weil diese wohl ihre Bomben und speziellen Molotow-Cocktails von da aus verteilen. Fuse gelingt es, einen der Kuriere aufzuhalten. Zu seinem Erstaunen handelt es sich dabei um ein junges Mädchen. Doch anstatt sie zu erschießen, wie es sein Befehl vorsieht, fragt er das Mädchen nach dem Grund ihres Handelns. Noch bevor sie antwortet, stoßen weitere Soldaten dazu und das völlig verängstigte Mädchen sprengt sich in die Luft. Warum? Er überlebt den Anschlag dank seiner Ausrüstung fast unverletzt, wird aber vor Gericht gestellt und vom Dienst suspendiert. Von Albträumen gequält scheint er seine moralischen Vorstellungen zu hinterfragen und begibt sich sogar zum Grab des jungen Mädchens. Hier trifft er auf die angebliche Schwester und Rebellin Kei Amemiya. Doch das Treffen scheint geplant, denn sie ist in den Händen der Spezialeinheit Kerberos. Mit ihrer Hilfe soll die Wolfsbrigade unschädlich gemacht werden. Das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Regierung und der Geheimorganisation beginnt. Gewalt, Blut, Terror und das alles politisch motiviert. Jinro ist ein Anime-Thriller, der trotz seines Alters eindrucksvoll zeigt, dass der Einzelne auch in totalitären Gesellschaften moralische Entscheidungen treffen kann. Dieser Anime sollte in keinem Anime-Filmregal fehlen. Dann zog das Mädchen seine Kleider aus. Und als es an das Bett trat, lag dort seine Mutter. Sie hatte ihre große Haube tief in ihr Gesicht gezogen. Doch sie sah irgendwie merkwürdig aus. Was hast du für große Ohren? Mutter, was hast du für große Augen? Mutter, was hast du für große Hände? Mutter!